Eine Woche ist noch hin bis zum 1. Mai. In Grasbrunn dreht sich alles um den Maibaum. Er ist fertig gestrichen und lagert in der Wachhütte. Musik spielt auf und alles scheint gerichtet zu sein. Nur der Maibaumschiene am Dorfplatz fehlt noch der schützende und schmückende Anstrich. Das ist Aufgabe von Uli und der hat sich um Hilfe umgeschaut. Am Dorfplatz habe ich Uli und Sophia getroffen. Sophia, wie läuft denn der 1. Mai für dich so ab? Ja, eigentlich beginnt der Tag ziemlich früh, weil wir uns ja die Haare hochstecken müssen. Genau, und dann kommt doch schon eine Freundin sehr früh und steckt mir die Haare hoch. Dann hoffe ich darauf, dass der Uli mich abholen wird von zu Hause. Und ja, dann treffen wir uns eigentlich schon alle miteinander, damit wir dann den Maibaum vor zum Dorfplatz begleiten können. Genau. Und dann wird er aufgestellt und um 14 Uhr tanzen wir dann. Sophia, wie oft hast du schon einen Maibaum aufgestellt? Also, ich war schon, oder dieses Jahr ist das zweite Jahr, wo ich dabei bin, für den Maibaum. Genau. Und wann warst du das erste Mal dabei? Ja, vor 5 Jahren. Und warum bist du jetzt heuer wieder dabei? Ja, weil der Uli mich so nett gefragt hat und dann kann ich natürlich nicht Nein sagen, wenn er so brav fragt. Was hat er denn gefragt? Was? Ja, der Uli hat mich gefragt, ob ich mit ihm tanzen möchte am 1. Mai. Dann habe ich mich natürlich gefreut. Und der Uli hat einen Hintergedanken gehabt, weil er nämlich, glaube ich, den Auftrag hat, den hier dieses Teil da zu streichen. Die Maibaummaschine. Ja. Naja, das wollte ich ja unbedingt machen. Ich habe den Uli ein bisschen, ja, wie sagt man, ja. Ich habe ihm angeschafft, dass er sich die Aufgabe wiederholen soll, weil mir das so Spaß gemacht hat vor 5 Jahren. Und jetzt sind wir wieder dabei. Und was ist am Streich der Maibaumschiene so interessant? Ich mache das einfach gern. Das ist halt eine kreative Arbeit, ja, die für Jahre lang hält, wo man immer eine Erinnerung hat. Ich mache das gerne. Uli, auf was kommt es denn an, wenn man so eine Schiene streichen muss? Ja, dass man richtig schön abklebt, da die Rauten. Was erwartet den Zuschauer oder die Grasbrunner? Ja, also dieses Jahr haben wir ganz besondere Tänze. Aber da darf man natürlich nicht zu viel verraten, weil das eine Überraschung sein soll. Aber wir sind auch schon fleißig am Proben. Klappt alles ganz gut. Sind wir schon froh. Und was tust du zwischen 9 und 14 Uhr? Ja, da gibt es dann verschiedene Aufgaben. Da kann man dann Schnaps verteilen oder verkaufen. Dann die Wappen, Holzschilder. Ja. Festzeichen. Die Festzeichen, genau. Kann man auch verkaufen. Ja, der Ochs wird verteilt. Genau. Genau, Bier kriegen wir. Bier trinken Ochs, wir, genau. Damit sie es so beim Tanz noch besser dreht. Ja, so läuft der 1. Mai ab. Vorher auf dem Video.